Hallo, liebe Freunde, und willkommen zu Scum. Ja, das Update ist da. Wir hatten heute extra noch eine Abschiedstour geplant für die alten Bots. Also die bleiben ja drin, aber wir waren in der Neville Base. Ihr werdet dann noch sehen. Und wo wir dann in der Killbox waren, kam das Update. Was für ein geiles Timing, was für ein geiler Abgang. Und jetzt springen wir erstmal rein. Ich würde mal sagen, schauen wir mal, wie das neue Update so, wie es ist. Wir brauchen nicht viele. Bei der zweiten Runde sind wir alle dumm. Du bist ja sehr optimistisch. We make your dreams become nightmares. I hope you don't die too early. Scheiße. Our family teletime. Rules are simple. You have 15 minutes to acquire as much goodies as you can. One wrong step though, and you better start running. It's a killbot, not a gift box. Krieg die nicht, kannst vergessen. Right, audience? So okay, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Wir gehen erstmal hier rein, da kommt doch gehen jetzt, oder? Oh, Goldschlösser, leck mich, au. Warum das nicht aufschießen kann? Kannst du nicht schießen? Oh. Bist du tot? Ja. Ich hab nicht auf meine Gesundheit geachtet. Hat der noch eine Spritze oder? Ich glaube, da brauchen wir solche Bauarbeiterhandschuhe, die sind glaube ich mit am besten. Ja, ich bin wieder da. Jetzt kann ich aber gerade nicht, ich muss warten. Fuck. Order yours now. It's getting a bit boring. Here, have a bit of entertainment. A bit of entertainment am Arschloch, blöde Kuh. Das wird nur Stoff. Ich hab meine Waffe immer geholstert und der verliert die. Ist doch doof. Das sind scheiß Goldschlösser, ey. Die sind so nervig. Ach komm, ich versuch's jetzt mal immer. Jetzt, wenn ich sterbe, sterbe ich. Jetzt kommt's Gas. Offen. Boah, Alter. Er hat sich geopfert. Was? Oh shit. Ich leg mal die Spritze hier raus, ne? Das Update kommt! Echt? Update kommt. Okay. Wind. Schön. Ich bin tot. In der Killbox. Ach, dann warst du noch auf den alten. Das finde ich scheiße. Ja, genau. Ich lasse mich jetzt zufällig spawnen. Bitteschön. Ja, jetzt versuch mal dein Glück. Spawne mich mal.
Das, ey, ich bin wieder da. Was? Ich, ja. Wo da? Ja, da. Da. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich nur meinen alten Charakter habe. Ja, guck da einfach mal eine Skill-Werte. Ja, komme ich jetzt nicht hin, wenn ich in der Luft bin. Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Runter, Mike Lehner. Ich bin fast am See. Einer ist auf dem Server. Ja, ich. Und bei mir steht Version 0.85. Ja, genau. Ich bin da. So, jetzt muss ich wieder einen neuen Char machen. Bei mir, ich kam... Nee, warte mal. Ich habe noch meinen alten Charakter. Ja, da. Wieso geht... Du hast doch einen Vollvibe gemacht. Ja, habe ich gemacht. Ach du Fuck. Dein Püppchen hier. Ich bin direkt an dem Scheiße runtergekommen. Militärbasis, hier. Bootcamp. Ich komme. Feuer. Ich bin gleich wieder tot hier. Das, wie lange muss ich mich jetzt mit dem rumkloppen? Ach, endlich. Fuck. Exhaustion, was? Ah, jetzt komme ich auch, ja. Was? Jetzt komme ich auch drauf. Ah, ich denke, er wird mal überlastet, kurz einen Moment. Ja, aber ich frage mich bloß, warum habe ich nur meinen alten Charakter? Ja, ich habe jetzt einen neuen gemacht. Boah. Was? Sind das für komische Geräusche hier? Das warst du. Ich habe gar nicht gemacht. Ja, ich auch nicht. Fuck. Naja, ich bin mehr so auf der Brücke in Z1. Also am Anfang Brücke. Ich muss erstmal runterkommen. Dann muss ich erstmal hier gucken, weil meine Frau kann keine Atmungsbefehle machen. Ich auch nicht. Ich wollte gerade die Zeit machen, aber nein. Ja, warte. Einen Joint, da brauchen wir Papier und Gras. So. Erstmal ein Täschlein machen für die Pfeile. Ich werde so verrecken. Aber ging's schon. Ich frage mich, warum ich immer noch den alten Char habe. Macht gar keinen Sinn. Den kannst du ja neu machen. Jetzt. Also ich werde jetzt nicht mehr so ganz aktiv, denke ich mal, im Spiel jetzt teilnehmen. Weil du jetzt erstmal da rumwirschen musst, oder was? Richtig. Mal bloß schnell, wie ob ich hier noch so gut an den Bots vorbeikomme wie vorher. Ich glaub's nicht, aber naja, ich lass mich gerne surprisen. Hello, Skill gain in Safe Zone auf. Nee. Aber das heißt, auch die Einstellung mit der Anzahl der Puppies und so ist auch alles Standard jetzt wieder, ne? Ich denke ja. Okay. Na gut, dann haben wir vielleicht eine klitzekleine Chance, solange wie bis Gott Skizzy hier wieder alles hochgesetzt hat. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, weil er, weil die ja alles resettet haben anscheinend. Ja, nicht nur das, die haben eine komplette andere Auflistung. Soll ich denn mal eine Bildschirmübertragung machen? Nee, ich habe das schon im Livestream gesehen, die Einstellung. Ja, dein Scheiß. Hier ist alles Englisch. Vielleicht solltest du auch mal mit Hausaufgaben machen. Ja. Englisch? Oh. Viehzeug im Ohr. Hallo, Herr Bot. Sable Sentry Spawning ist auf. Sehr friedlich hier. Ist ja alles durcheinander. Mal gucken, wie viel Bogen, wie viel Pfeile ich brauche, um den Bot kaputt zu machen. Wenn keine Bäume mehr auf der Map sind, weißt du warum? Hast du jetzt mal geguckt, ob Messer an sind? Ja, die laufen hier rum.
Morgen rum. Ne, dann kann ich das belassen. Dieselbe Zeit, Puppet Boing. So, gut, das bleibt. Soll ich sie denn triggern? Die Frage ist, sehen sie ihn, wenn du im Busch drinne bist? Hast du mal in der App da geguckt, ob es da vielleicht irgendwas Relevantes gibt? Nee, neue Dateien oder so? Nee, da habe ich noch nicht geguckt. Oh. Ich kann ja mal gucken, warte mal. Habe ja eh gerade nichts. Der Loot ist natürlich jetzt auch auf Standard eingestellt, ja, ne? Ja. Vielleicht habe ich ja Glück und finde trotzdem einen. Ja, da ist doch schon was. Ein Soldatenhelm. Ja, die haben doch den Loot eh reworked. Deswegen haben wir vielleicht Glück und finden da ein bisschen was Relevanteres. Okay. Ich finde gar nicht. Also, es hat sich definitiv in der Loot-Datei was geändert. Ja, das ist ja immer so nach jedem Update, ne? Mhm. Oh, geil! Das passt ja. Meine Bankkarte weg. Noch so ein geiles Shirt. Ja, geil, passt doch. Sonst findest du hier Draht in so eine Scheiße. Das sagst du jetzt nicht. Ich bin schon 20 Sekunden in dem Ding und habe noch nicht einen Schlagring gefunden. Schön. Ich glaube, das Ding ist verbuggt. Können wir gleich deinstallieren hier. Mumbeln. Dafür, dass das alles auf Standard ist, findest du hier relativ nützlichen Kram. Und die Kisten klingen auch wieder wie Kisten. Naja, hier ist relativ wenig drin, davon abgesehen, aber was drin ist, das macht Sinn. Scheiße, ich glaube hier draußen sind Kubis. Schnuller. Oh, neue Sonnenbrillen haben sie. Boah, geil. Ich werde gleich ganz feucht. Holster wäre nice. Liebe Lootfee. Ich glaube, ich spare mir die anderen das andere Ding auf. Ich gehe dann erstmal hier raus. Rucksack suchen. Alter! Was hast du jetzt gepostet? Eine kleine Ankündigung. Für die Spieler, dass sie Bescheid wissen. Dass ich jetzt an der Einstellung noch nicht machen kann. So, Das heißt, hier verliert jetzt auch die Tageszeit ganz an. Ja, langsamer, ne? Erst um 8 Uhr hell. Schatz, probier mal bitte List Players True aus. Naja. Nein. Nee, ist gar nicht drin. Drohnen gibt's jetzt auch hier unterwegs, ne? So, nur zur Info. Können ja gerade gar nichts ändern. Ja, da lassen wir es erstmal. Ja. Nützt ja nicht. Also, was ich jetzt bis jetzt gemerkt habe, am Militärspot findest du auch Militärkram. Und nicht mehr diesen random, selbst in den Papp-Containern. Ja, auf deine Admin-Fähigkeiten, die funktionieren. Okay. Bloß halt mit Tageszeit, die ging halt nicht, weil die Zeit auf Standard alles ist. Ja. So dass um 8 Uhr hell und
Genau. Kann ich leider nicht machen. Ja, genau. Ich bin da noch gar nicht so weit, du alte Dreckstück, du. Geh weg, du Assi-Opa. Ich renne weg. Ach, der Assi-Opa war ja schneller. Ah ja, genau, der ist ja schneller als ich. Ihh, Fresse-Fein bist du. Womo. Was hast du davon? Soll ich dich mit einer Frau anlegen? Er kommt, ich gehe. Right, wieso stehen denn die jetzt immer noch alle da? Boah, ja, klingt geil. Nee, ist es nicht. Ich hab doch Server-Vibe gemacht. Oh ja, genau. Der kleine Steinachskopf nimmt jetzt 2 Slots ein. Der steht da, der macht nichts. Er dreht sich wieder um, okay. Wer der Bot? Ja. Der hat mich jetzt gewarnt und jetzt dreht er wieder um. Jetzt ist er rot. Jetzt ist er wieder gelb. Rot. What the fuck is going on? Oh. Jetzt kann er doch. Das hat mir jetzt gefallen. Ich bin gerade dran gewöhnt, wo das Seil zu finden ist. Jetzt muss ich mich auch umändern, umgewöhnen. Auch sonst bin ich auf Safety First aus. Ich nicht. Der läuft aber nicht mehr komplett gerade auf ihn zu. Da wechselte Seiten. Wie eigentlich der einzige, der am Arsch der Welt runtergekommen ist? Der was? Der einzige, der am Arsch der Welt runtergekommen ist? Ja, wahrscheinlich. Dann gehe ich jetzt zu den Bahngleisen. Weil da kriege ich ja in dem Zug Items. Ich habe Admin-Glück, ich krieg das. Wie gesagt, das funktioniert alles gut. Der Arme. Oh! Zeig mir. Oh, shit. Der kann über die Mauer schießen. Fuck! Nee, nicht das Ding! Dieses nicht das Ding, nicht das Ding, nicht das Ding! Er hat aufgegeben. Alter. Oh, shit. Nicht. Na, freundest du dich schon an? Der kann über die Mauer schießen. Der ist so größer. Ja, da hat seine scheiß Railgun aktiviert. So geil. Aber der hat noch keine Gasgranate auf mich abgefuckt. Hast du Glück gehabt? Vielleicht macht er das auch nur, wenn du im Gebiet drin bist. Ja, sonst haut er die sich selber vor die Klopse. Oh shit, jetzt hat er mich erwischt. Oh, scheiße. Ich hab ne C4. Mein schönes T-Shirt, Hose aus, Kim. Ach ja, die Klamotten haben keine Prozentangabe mehr. Die haben nur noch einen Balken. Bei mir stehen 100% da. Echt? Nö, guck, Geschäft, bei mir. Ach doch, jetzt, wenn ich drüber gehe mit der Maus, dann ja. Sonst nicht. Das ist ein Bug. Ich bin tot. Gleich bin ich tot. Alten Schaden, ne? Ja, naja, siehst du, vielleicht liegt es bloß daran. Vielleicht ist das beim neuen Char nicht mehr so. Nur wenn ich drüber gehe mit der Maus, zeigt das an. Ich weiß nicht, worüber du redest. Oh Gott. Also dann gleich in die Stadt verbinden. Ich muss das ja drauf anlegen. Ja, na, du willst es testen, ne? So, ich stell's ja vor, mit dem Claim zu testen, ja. Food Rework, Cooking Rework, nein, du musst gleich ins volle Sturm. Der Hai noch da ist? Geht doch mal hin. Ich glaube, ich verrecke sowieso gleich. Oh shit, Pippi. Hier ist jetzt natürlich nichts. 49, mal sehen, ob ich das schaffe.
Scheiße. Das musste ja, es ist vorher klar. Immerhin, ich habe einen Helm. Super. Helm rausgeholt, T-Shirt rausgeholt, Holster rausgeholt. Dafür, dass der Loot alles auf Standard ist, war es ganz okay. Was ist eine Exposure? Achso, okay. Also jetzt, also ich sehe hier auch standardmäßig Puppi in der Wildnis. Ja. Mir kommt es so vor, als ob hier nichts verändert ist. Aber ey, ein Schuss von dem Bot und... Oh shit. Ich höre wieder Puppi. Das nenne ich mal Survival. Scheiße. 46%. Ja. Nee, in die Kühlschränke sind jetzt kein Essen drin. Kannst jetzt vielleicht noch auf dem Feld Essen sammeln und dann dir was zubereiten, aber... Ja, die Kühlschränke sind ja in erster Linie dann auch für frische Lebensmittel, ne? Ja. Fleisch und so. Erstmal Hammschrachschramm. Ja, vor allem durch die Standardwerte geht das halt natürlich schneller runter, ne? Ja, deswegen Kühlschrank. Ja, meine Frau verreckt gleich. Wieso? Wegen was? Zombie. Kriegst du nicht hier Deichsel da? Ah, ich habe noch 44%. Sie finden doch kein Loot nicht. Ich renne ja wieder ohne Unterwäsche rum im Donald Duck Kostüm. Ohne Leica! So krass ist es noch nicht. Wen hat schon mal einer im Fahrzeug? Ja, ich will... fahren, ne? Ja, ja. Da ist kein Motor drin. Ja, das ehrlich gesagt interessiert mich das gerade wenig. Ich suche eigentlich bloß Klamotten oder sowas. Ach ja, der Refrigi. Oh Gott. Ja, der Anfang ist immer schwerer. Ja, ja. Vor allen Dingen am Anfang findest du nichts. In Sachen Klamotten zum Beispiel. Oh, Handschuhe. Meine Füße sind klatschnass. Ich kann mich ja jetzt nicht komplett nackig machen. Nicht? Nö. Nee. Kennst du an Ekelporno, ne? Ja, Klamottenschrank ist nicht drin, war mir ja vollkommen klar. Base gibt's wahrscheinlich auch wieder keinen richtigen Lumpen hier. Oh, hier ist ja noch Zweite Weltkriegs. Gott sei Dank. Keine Puppi. Fuck, lass mich leben. Ah, noch ein Gedöns. Komm her. Nee. Ey, da habe ich Medizin schon Mittel. Nee, warte mal, was habe ich denn überhaupt? Das ist ja noch der alte Charakter. Der hat immer noch... Ich krieg das nicht weg. Gärtnerei, Medizinkönner. Spielen wir hier auf dem gleichen Server, weil ich finde hier auch kein Loot. Ja, bist du nicht mehr gewohnt, wa? Nee. Jetzt muss ich mein schönes T-Shirt, was ich rausgeholt habe, kaputt machen. Alles umsonst. Dreckschen Lappen. Komisch, aber nicht infiziert. Ich habe einen Bolzen gefunden. Geil. Läuft. Oh Gott sei Dank. Extauschen. Ach, Unterkühlung wahrscheinlich, hä? Ja? Nee, Handabrieb, sagt meine Frau. Ach, scheiße. Ich will's aber nicht genau. Jetzt renne ich hier nackt rum, nur. Sei scheiße. Ich hab nur den. Meine. Oh, nein, ich hab ihn gefunden. Ja, toll. Schützt mir aber nicht, weil ich kein Udi. Aber du brauchst natürlich auch einzeln rausnehmen, aber also. Ja, und Feuer brauchst du auch. Ja, hab ich nicht. Kann man sich kein Steinmesser, kein Steinfeuerzeug machen? Ich habe erstmal eine Kippe und eine Schnauze, ist ja auch Bass. Ja. Ich hab Schrott gefunden. Deine Mutti quietscht. Schmeiß die Kippe weg, Mensch. Oh, jetzt ist. Jetzt, oh nee. Bei der Leica ist alles raus. Motor raus, Batterie ja, raus. Ja, doch. Scheiß Standardeinstellung. Ey, aber wo willst du da jetzt den Motor ja kriegen? Naja, scheiße. Ja, immerhin, die Kofferraumklappe ist drin. Die Kofferraumklappe ist drin und das ist schon mal der halbe Miete. Ah, die Bots sind übel. Ja, ich finde das cool, dass die Bots so hart drauf sind. Ja, das kann ich ja dann auch lassen, aber...
Wir werden so schon genug Probleme mit dir haben. Ja. Ich gehe jetzt mal in die Stadt, da gibt's bestimmt. Aber bist du jetzt am Bahnhof oder wo bist du? Nee, ich bin Zugbrücke. Ach so, die Zugbrücke. A2, Zugbrücke. Ja. Da bist du drauf. Da bin ich jetzt drauf, ja. Warum warst du nicht am Bahnhof? Weil ich viel näher hier dran war. Ja, aber dort hast du doch gleich die Chance, guten Stuff rauszuholen. Ja, hatte man eigentlich hier an einem Zug eigentlich auch, aber... Bist du ruhig? Oh, eine Birne! Oh, Gaslaterne! Ey, es gibt nur noch einen Ruhmpunkt für eine Birne. Och Mensch. Nee, ich deinstalliere das. Das liegt aber an die Einstellung vom Server. So. Mal gucken, ob die Sonnenblumen irgendwie aberntbar sind. Gib her, ich will einen Samen haben von dir. Warst du jetzt in Dings drin, Bootcamp? Ja. Hast du was rausgeholt? Ja, ein Militärshirt, was ich mir dann gleich kaputt machen durfte wieder. Alles. Ich habe eine C4, der Bot hat mich erwischt. Aber... Meine Frau hat den Schulranzen gefunden. Passt doch. Läuft. Ey, aber normalerweise ist es mit den Standardeinstellungen selten, dass du überhaupt mal zuerst Stuff findest. Das dauert ja manchmal Stunden, bis du außer Nägel und Bolzen überhaupt was Sinnvolles findest. Ja. Also, vielleicht ist es Zufall, aber ich habe ja jetzt im Militärspot Militärkram gefunden und ich habe eine mega sexy Sonnenbrille. Also bis jetzt habe ich hier noch gar nichts gefunden, außer eine Mütze. Eine Wake-Kit-Mütze, wäre jetzt gedacht. Ja, die habe ich auch gefunden. Das hat mich gewundert, das passt ja irgendwie nicht in den Spot rein. Ne? Das haben sie doof gemacht. Ich will nur einen Schlüpper. Das wird der Aufhänger der nächsten Wochen, eine Schlüpfer zu suchen. Herd ist da, Kühlschrank ist da. Habt ihr gerade alle was Wichtiges zu tun? Willst du uns rausschmeißen? Ich würde gerne mal gucken, ob das wirklich funktioniert mit dem Server Restart. Ja, warte, hier ist noch eine Puppi, die will ich noch schnell machen. Ja, lass dir... Sag Bescheid mehr. So, jetzt. Kann losgehen. Fädchen! Dart. Oh, ich hab noch Fädchen eingesteckt. Fädchen! Ich höre nun. Weil ich glaube, dadurch geht das. Ich probier's. So, siehst du? Das musst du anmachen. Mach mal an. Warum soll ich das jetzt anmachen? Nee, nicht du, meine Frau. Sie hat Push-to-Talk aus und dann redet sie die ganze Zeit im Game. So. Ist denn das scheiß Huhn hin? Fädchen! Ich mach dir alles nach. Ja. Ich finde das Huhn nicht, ich hab's gehört, aber ich seh's nicht. Komm her, du scheiß Huhn. Da! Ich hab einen Spuk gefunden. So, ich jetzt hier in der Stadt, wo hoffentlich keine Bots sind. Ich habe noch einen Huhn gefunden, oder war es von dir? Nach Westen. Da lang. Ey, jetzt wird Botti. Oh doch, die gelben Bots. Haha, du kriegst den alten Scheiß. Wo ist das scheiß Huhn? Ist das im Haus drin, oder was? Ist vielleicht noch das Huhn, was unterm... Sofa tanzt. Oh, da habe ich einen Kühlschrank drin geguckt, der war leer. Das ist wie in der Realität. Ja. Bei mir zumindest. Oh, der Herd geht an. Wieso geht denn der an? Nee, geht da nicht, der leuchtet bloß. Aber an ist er noch nicht. Das Huhn. Oh, mache Knochennadel. Mein Huhn. Ich hab, glaube ich, die Pferde verloren. Bist du im Haus drin, du blödes Huhn? Oh. Ah ja, Blatt Papier. Jointrollen und so. Das muss ich mir heute noch gönnen.
Jetzt kann ich das Bett durchsuchen, aber mich nicht mehr reinlegen. Das ist ja ein Schwachsinn. Das ist Käse. Oh, da haben wir das ganze Wochenende noch reichlich zu tun. Hä, wo ist denn das Huhn? So, ich kann schon mal meine Klappe. Das ist schon mal viel wert. Ich habe Hunger. Das ist... Da quatscht und quatscht und ich finde das Huhn nicht. Komm her, Hühnchen, hier ist ein Beet. Guck mal, hier ist ganz viel zum Essen für dich. Hör doch nicht. Ey, ich sehe doch, dass hier lauter Salatköpfe sind. Da gib mir doch mal einen. Bist du behindert oder so, was du Kackbeet? Ah, diese vegane Scheiße hier. Wenn ich ein Huhn sehe, dann kann ich so fressen. Wenn ich einen Salatköpfe sehe, nö. Komm her, wo ist das Huhn jetzt? Oh shit. Die kommen jetzt über die Absperrung drüber. Ja, was hab ich gesagt? Die Bots sind ganz übel. Ja, auch die gelben. Das ist bestimmt ein Bug. Der ist gerade über das Geländer gelaufen. Ja, durchgeklitscht oder was? Nee, drüber gelaufen. Hä? Er stand auf das Geländer drauf und dann ist er drüber gekommen. Ich finde das Huhn nicht. Komm, jetzt häng ich hier fest, ey. Ja, den bring ich genau ins Bett. Das Huhn ist nicht da. Aber ich brauche eh eine Knochennadel. Scheiße. Ah, die Safe Zone haben wir ja immer noch am See, ne? Das ist scheiße mit den Betten. Warum haben die das gemacht? Und dadurch, dass das hier alles noch standardmäßig eingestellt ist, findest du ja nicht überall Loot. Und das ist nicht gut. Ohne Loot. Mal gucken, was wir in der Polizeistation finden. Wir müssen uns aufmumpeln. Erstmal brauche ich von dir eine Nadel des Knochens. Ich habe Hunger. Ja, das Beet gibt mir ja nichts. Mach noch Nadel draus. Ja, ich kann ja auch nicht knacken. Ich habe ja nichts zum Knacken nicht. Schraubendreher, Garagen. So, Fädchen. Ja, wo findet man Cannabis? Ich weiß es nicht. Ja, immerhin, ein paar neue Schuhe. Die hätte ich jetzt am ehesten verzichten können, nicht wahr? Wieso kann ich mich da nicht mehr reinlegen? Das ist ziemlich unspannend. Ich höre das Huhn wieder. Ah, das ist bestimmt hier oben. Wo ist das fucking Huhn? Das will mich verarschen. Das Huhn spottet über mich. Ich habe auch so einen scheiß Aufmerksamkeitsskill. Wo du Mistsau. Das ist bestimmt sicher, dass ich den Server richtig eingestellt habe. Da! Eine andere Spur. Wo muss ich lang? Ohne Kompass. Nach Westen. Dahin. Oh, da ist der neue Bot. Die sehen schon so angsteinflößend aus, Junge. Ja, ich gehe nach dem Geräusch, aber Westen ist das nicht. Das ist Norden. Mhm. Ach, geh weg, du Kaktrone, du gehst mir auf den Sack. Hilf mir lieber, das Huhn zu suchen. Aktivkohle gibt's wieder. Oh. Ja, willst du mich hier verarschen? Ich bin verhungert, bis ich das scheiß Huhn finde.
Irgendein Bot hat mich gesehen und mich getötet. Scheiße. Oh ja, nein. Noch, noch besser jetzt nicht. Läuft bei dir. Übers AKW. Oh, hier liegt ein Wagenheber, geil. In der Safe Zone, die Null. Hier ist hier ja nichts. D0, na geil, kannst du dich gleich umbringen. Ja, das mache ich auch. Gleich Sturzflug. Noch weiter weg geht's ja gar nicht, ey. Nee. Ich glaube, das machen die absichtlich. Und wieder tot. 250, ihr legt mich. Nee, ich habe jetzt 500 minus. Oh, wie schnell die Axt kaputt geht. Ich habe noch nicht mal großartig was damit gemacht. Ich glaube, bis ihr hier seid, habe ich schon eine Base und alles gebaut. Das hoffe ich doch. Ich kann nicht um ein Zimmer den Nest setzen. Nee, kannst du nicht. Weil diese bepissten Betten nicht mehr funktionieren. Ah, das ist wieder was, wo die Logikfee wieder in den Kaffee geschissen hat. Weißt du, da ist ein Bett und du kannst dich nicht reinlegen oder was. Aber oh, durchsuchen kannst du. Ah, ich fress wieder nur vegan, das wird doch nichts. Ohne Jeans. An damit. Jetzt sprichst du meine Sprache. Ich bin das Huhn nicht. Ah, ich wollte ja mal gucken, wegen Feuer machen. Ah, da brauche ich erstmal was zum dranlegen. Eine alte Hose. Ah, nee, nicht so eine dicke. Die Axt geht viel zu schnell kaputt. Scheiße. Das macht er jedes Mal beim Neustart. Da fuckt er erstmal die fucking Waffe weg. Hörst du, Spinne? Oh, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Im Lebensmittelladen gibt's Haselnüsse. So, jetzt habe ich jetzt was zu futtern. Ich habe vorhin bloß einen Mähshot gefunden. Ein Mähshot? Ja, aber ich bin ja gestorben, weil mich ja der neue Bot erschossen hat. War ich gleich instant tot. Ja, der hat sich gleich erstmal vorgestellt bei dir. Ja, am Arsch. Der hat, da wollte gleich, dass du von seinen Qualitäten überzeugt bist. War ich. Ich hab keine Schraubendreher. Ach, Scheißchen. Skissel die Dissel. Ein Regenmantel. Es geht aufwärts. Wozu habe ich dann die Portal noch? Wenn ich alles jetzt über Spiel steuern kann? Ja, kannst du da wirklich alles damit? Nee, steuern? Nee. Vom Prinzip her könnte ich ja. Ja, doch, bis auf halt die Restarts, die Konfigurationsdateien und die Logs. Okay. Sonst kann ich alles übers Spiel jetzt machen. Also im Grunde genommen hast du G-Portal im Scum drinne. Ja. Ja, jetzt musst du bloß noch rauskriegen, wie du das alles richtig einstellst, wa? Und den, das... Ja, der speichert das nicht ab. Ja. Dann musst du hier auf dieses komische alles einstellen. Meine Werte. Kann aber dann nachher nicht auf Apply drücken, damit der das speichert und dann zum nächsten Restart aktiv schaltet. So. Also das geht überhaupt gar nicht. Dieser Apply... Schalter, der bleibt grau. Ah. Der wird nicht weiß zum Speichern. Ah, ist also verpackt. Ja. Scheiße. Ja, wir könnten es später vielleicht, na gut, das nützt uns jetzt hier nicht im Mehrspieler, wir könnten da dann vielleicht, funktioniert es wenigstens
Einzelspieler mit den Server-Settings. Kann schon Sinn. Aber das nützt da ja nichts für mehr Spieler. Nee, leider nicht. Ja, super. Da geht auf jeden Fall das Meme bald los, ja. Also hier gibt es schon mal keine Haarnadeln im Revier bis jetzt. Aber ich glaube, ich habe auch so einen Schulrucksack gefunden. Ich mache mich jetzt in A0 zum Airfield. Z0, Entschuldigung. Ich habe einen geilen Kompass gefunden. Ja, ich habe meinen leider wieder verloren. Und eine Boombox im Bullenrevier. Na, nee, ist klar. Das dürfte. Jetzt ist es wirklich so, dass du dich von so einem Spot, wo nichts rumlaufen, erstmal fernhalten sollt. Ja, ich nicht. Ich bin da gleich reingesprungen wie ein Depp. Ja, ich auch. Ich bin ja da in der Stadt hier in A2. Wo du unten von dem Bahnhof, von der Bahnschiene gleich kommst. Ja. Ja, das ist ein heftiger Spot da unten. Ja, jetzt werde ich von der dicke F-Milf hier verfolgt. Ey, ich kann mich nicht mal im Bullenrevier auf die Kackmatratzen legen, ey. Alles nur durchsuchen. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch vielleicht nicht so beabsichtigt gewesen. Nee, ich glaube, ja, oder? Die haben es jetzt extra so gemacht, dass du wirklich nur auf die Bettrolle unter dem Bett nimmst. Ja, aber das ist ja irgendwie nicht nachvollziehbar. Wenn da ein Bett ist, dann... Schatz, dann kannst du uns gleich einsammeln. Das ist doch ja, wenn du hier noch Sprit hast. Oh ja. Mandeln. Weil wenn du, dann kannst du uns nämlich alle einsammeln. Am besten mich zuerst, weil ich hier am Arsch der Welt bin. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist, ob die Puppis durchglitschen. Das weiß ich nicht. Also bis jetzt sieht's noch sauber aus. Vielleicht finde ich ja auch noch ein Auto oder sowas. Ich mal schauen. Jetzt hin, ich muss doch nach Norden, also da lang. Na fuck. Das sieht wieder so verarscht aus am Anfang, was du da für Klamotten anziehen musst. Unwürdig. Du findest wenigstens Klamotten. Ja, ich war ja auch im gefährlichen Militärspot drin. Ich hab mir das verdient. Ja, nicht wirklich. Außer den Helm hab ich ja nicht rausgeholt. Das andere musste ich ja zerschnibbeln. Das Shirt. Ey lol, eine doppelt so große Leimflasche. Die ist doppelt so groß wie sonst. Wahrscheinlich wächst sie wieder, bis ins geht nicht mehr. Gleich fatal Error, weil ich es angefasst habe, wa? Natron? A0. Händler. Z0, ja. Airfield. Gleich mit dem Auto durchdüsen, wa? Ja, ich will jetzt gucken. Vielleicht finde ich da ja auch einen fahrbaren Untersatz. Also warte erstmal noch. Kippe. Ins Maul stecken oder wie? Ne, jetzt hat er es in der Pfote. Ausrüsten. Ne, warte, Leid, du Penner. Jetzt. Ist denn schon mal hoch oder was? Und wieder Nägel. Also einen kleinen Airfield in Z0, da findest du ja auf Nägel. Falls du mal welche brauchst. Ja. Mache ich mich extra zu Fuß auf den Weg dorthin, weil Nägel. Ich meine ja nur. Zum Bauen brauchen wir ja eh welche, also gönn dir. Hab ja leider keinen Inventarplatz, weil ich keine Sachen finde. Na, das ist Quatsch. Also, ich werde hier zugeschissen mit Stuff, das ist unfassbar. Admin Glück. Ja. Ja, Papier. Ja, nö, ist klar. Admin Glück. Wo hast du die jetzt gefunden? Wir haben Airfield in Z0. Oh, ich hab ne Stoßstange für die Leica gefunden, aber nur die Stoßstange. Na super. Das ist auch neu, ne? Ja. Ich glaube, da hat jetzt die ganze Zeit die Fluppe in der Schnauze, wenn ich hier rumrenne, oder? Ja, ne? Natürlich. Geil. Das kommt natürlich geil, wenn man hier rumkampelt. Gleich cool mit der Fluppe in der Schnauze, gibt's gleich mit der Axt in die Gusche. Ja, ich bin gleich im Bunker rein. Naja. Rucksack und so, ne? Ja, zum Beispiel. Also im Polizeirevier habe ich ja nichts gefunden in Sachen Waffen. Aber ich hätte es jetzt auch glatt drauf, in den Bunker zu rennen.
mit Bogen und fertiger Axt. Weil wegen Ausrüstung und so. Ja, ich verstehe schon. Aber das mit dem Qualm in der Ego-Perspektive, man sieht das richtig. Das. Als Raucher kann ich bestätigen, dass es realistisch ist. Ah, die Kippe geht runter. 42%, 41%. Ich glaube, das ist auch nicht so gut. Was hat denn das für Auswirkungen? Gar keine. Ja, schön. Rauchen ist gesund. Wer kennt's nicht? Ja. Wie du immer schön sagst. So, jetzt gehe ich mal. Ich bin schon fast am See. Das wäre jetzt natürlich. Nee, das ist doch nicht so geil. Ich dachte hier, die haben. Na, die haben Haschischpflanzen dahingestellt, aber nee, es ist ja nur. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, nicht ans Meerwasser. Am See, hab ich gesagt. Bist du zu einem See? Das ist doch nicht normal hier. Nee, ist es nicht. Oh, jetzt hüpfen die hier drüber. Was ist das für ein Scheiß? Die haben eher viel, finde ich nicht. Bist du jetzt extra am Airfield gewesen, in den Hallen? Na hier, nee, ich war ja hier oben Z0 an dem Flugplatz. Z0? Ja, Z0. Da bist du jetzt? Ja. Da warst du nicht vorher bei A2? Ich bin doch gestorben. Da ja, ich dachte. Ich bin echt erschossen. Ich dachte, bin ich in D0 und da habe ich einen Sturzflug hingelegt. Ja, ich dachte, du warst zuerst dort unten gewesen, bist dann gestorben, nee. Dann warst du bei D0 und dann. Nee. Ja. Da siehst du mal, wie ich zuhöre, gar nicht. Ja. Ich kann es ja verstehen, dass du nicht zuhörst. Ja, ich bin. Ich würde es auch nicht machen. Ja, tut mir leid, ich bin nebenbei damit beschäftigt, hier nicht zu verrecken. So wie ja, du. Ich weiß doch, ist doch alles. Ja, ja. Ich fang gleich an zu weinen. Warum denn? Weiß ich nicht. Ich bin Mimimi. Ach, so hätte ich mich nennen können, Mimimi. Oh. Ich bring doch mal. Was, du bringst mich um. Total nur alleine. Weißt du, ich wollte sagen, ich bring dir eine Armeebrille mit, aber jetzt kannst du es vergessen. Was denn, Schatz? Ja. Geil! Oh. So, jetzt ist die Frage, wo renne ich hin? Oh, ich hab ein Tier gehört. Ja. Ich hab keine Kopfhörer auf. Ja. Mhm. Wieso kann ich das nicht reparieren? Ach so. Ich hab trotzdem keine Kopfhörer auf. Ich seh's nicht. Alles wird gut. Vor allem meine Frau gerade, das sieht man ja auch nicht. Hättest du sie nicht, wa? Da wüsstest du gar nicht, was Phase ist. Ja. So, wenn jemand noch einen Rucksack braucht, hier am Armeespot ist was. Ja, na, nimm doch gleich für uns mit. Bin ich doch Packesel oder was? Hier gibt's einen Haufen Esel und eine Gassi-Mask. Esel, sucht euch einen Esel. Mach einen Kurierrucksack drum. Ja, also wie der Loot jetzt hier derzeit verteilt ist, finde ich das auf jeden Fall viel nachvollziehbarer. Mhm. Finde es zwar auch immer mal ein bisschen Grütze da, aber an und für sich macht es Sinn. Viel besser. Auch wenn es nicht mehr so üppig ist auf diesem High-Loot-Server, nicht wahr? Ja. Aber dafür kannst du ja nicht. Nee. Ich hab's versucht. Also, ich weiß nicht. Geh weg, du dummer Kühlschrank. Ich weiß ja nicht, wie weit wir heute kommen, aber ich würde ja gern mal wissen, ob man an den Tankstellen diese Gasflaschen findet oder so. Aber erstmal sollten wir eine Flagge machen und sowas. Was brauchen wir dafür eigentlich? Brauchen wir da nicht noch Nägel und sowas? Na, ja, das Problem ist, die Flagge kann ja nur ein Squad-Member machen. Ja, also du. Aber ich kann sie doch setzen, oder?
Also dafür, dass ja noch alles auf Standard ist, bin ich ziemlich schnell ausgestattet. Also ich hatte das schon anders. Ja. Schön wieder Nüsse. Und die Hüte, leck mich am Arschler. Am Arschler. Ja, jetzt tust du dir weh, du Spaß. Mir den Arsch aufgerissen, damit du wieder heile bist von der C4 und jetzt... Ja, komm her. Nee. Das läuft nicht so, wie du das willst. Braucht ihr Hosen oder sowas? Nee. Gut, dann nicht. Ja. Wo renne ich denn? Ich renne ja völlig falsch. Ich denke, du hast einen Kompass gefunden. Scheiß schon, wa? Der hört mir wirklich nicht zu. Der Ach, du bist ja gestorben, ja. Entschuldigung, ich gehe ja davon aus, dass du in einem Survival-Game, dass du schon 2000 Stunden gespielt hast, dass du da nicht innerhalb von den ersten 10 Minuten verreckst. Ja, na, tut mir ja leid. Wir hatten die scheiß Einstellung hier im Park auf dem Server. Erstaunlich viele Streichbähne hier. Ja, komm, Inge. Propistisch. Das ist unsere Hütte. Wir wollen hier Liebe machen. Aber nicht auf dem Bett, das geht ja nicht, komischerweise. Wir müssen es auf dem Fußboden treiben, mit ihr Schweine! Der Baumesel geht langsam, dass irgendwas kaputt geht. Ja, ja, vielleicht kracht auch noch der Fußboden durch, man weiß ja nie. So, jetzt kann ich aber wenigstens mal Feuerchen machen. Das wollte ich ja unbedingt mal ausprobieren, wie das hier ist. Ja, ob's heiß ist. Ja, genau. Ja, ich probier's aus, ob's heiß ist, genau. Der Depp vom Dienst, oder? Feuer. Da. Feuerring. So. Mach hier hinterm Häuschen. Blub. Ja, wenn ich sage, ich Kampfstiefel gefunden, ist ja schon mal was. Mampfstiefel? So, dann brauchen wir. Ach komm, ja, mach den Böhm kaputt. Nee, warte, nee, 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 nee. Das brauchen wir, das muss ich jetzt. Huiuiuiui! 100 Pro, wenn ich jetzt gleich über die Brücke gehe, sind da ein Haufen Püppis oder ein anderer Spieler, der mich abschießt. Aber ich bin ja Bambi. Ich darf ja nicht erschossen. Wenn die dich abschießen, wird es mich wundern, wie sie so schnell an der Waffe gekommen sind. Ja. Kriegen dann sowieso einen Bann, weil sie auf Bambi geschossen haben. Ja. Bambi-Abuse. Ja, genau. Ja, apropos Bambi, ich glaube nicht, dass hier Rehe und sowas sind. Das würde mich nämlich auch wundern, weil Huhn gackert, Esel Mut. ja, wie macht ein Reh? Vorre! Oder wie? Wie willst du ein Reh finden? Ah, bestimmt mit Kacke. Also, die kacken doch. Sei doch mal leise jetzt, ich krieg ja gleich einen aufs Maul. Ja, siehst du, ich hab... Und wieder zur Seite geglitscht, natürlich. So, jetzt darfst du weiter erzählen, jetzt ist er platt. Ja, wie will man hier Reh jagen, wenn man nicht weiß, wie Reh macht? Ja. Nuff, 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 oder was? Ich mein Feuer nicht, da läuft ja schon rum, als ob er jetzt schon einen gekifft hat. So, jetzt machen wir das Feuer an, mein kleiner Stenz. Feuer anzünden. Wie kann ich das Feuer dekontaminieren? Mit Seife, ne? Ich weiß nicht. Versuch's mal. Alter, Knoblauch. In den Autos ist aber auch etwas höher aufgelöst, ne? Was? Das Schrott in den Autos ist auch höher aufgelöst. Okay. Wenn ich habe jetzt hier Knoblauch ins Feuer geschmissen, da steht nur bei Geschmack prüfen, mild. Okay. Kocht's mild oder? Weiß nicht. Guck. Löschen, destroy, füllen mit kleiner Holzstock. Cookfood. Cookfood. So, das habe ich doch schon gesehen. Das, das ist doch Admin-Abuse hier. Zombie-Abuse. Vegetable Skewer, Meat Skewer, Mixed. Vegetable. Wieder ihn auf die Fresse gekriegt. Ja. Nochmal. Ey, die klitschen so zur Seite. Vegetable Main. Ich kann keinen Knoblauch da reinmachen, warum nicht? Skewer. Brauche ich da. Ach so, ich brauche so einen Stock, oder? Oh, noch 3, 4 Zombies. Zur Brücke, ey. Brauch ich nicht. Mushrooms. Ich brauche einen Pilz. Ey, ich habe doch einen Pilz. Ich habe doch irgendwas aufgehoben vorhin.
Wo sind da fette Pilz? Ob man auch giftige Pilze nehmen kann? Weiß nicht. Steht nur da Pilz. Gemeiner Riesenschirm und diese Pilz. Einfach ausprobieren. Ja. Pilz ist Pilz. Genau. Find ich auch. So, Rezept. Barbecue Grill? Nee. Skewers? Vegetable? So, jetzt habe ich hier einen Pilz. Wo ist denn der Pilz? Ach, da. Okay, der Pilz ist drin. Aber Knoblauch will er nicht haben. Gemüse will er haben. Wo finde ich jetzt hier Gemüse? Der Asi-Opa kommt. Ey, wo ist denn das jetzt hin? Asi-Opa ist ja schneller als ich. Kann das denn? Ja, aber ich Gemüse finde ich nicht. Die ist auch da unten. Ja, Scheißchen. Ich will einfach, wenn ihr Gemüse findet, könnt ihr das ja mal. Ah, nee, hier sind Kartoffeln. Ich depp. Okay, da hole ich jetzt noch eine Kartoffel. Mal gucken, was rauskommt. Ich hab geblieben. Ich bin raus. Ja, der See halt, ne? Der hat immer was zu bieten. Oder auch nicht. Alter, echt, jetzt gib mir so eine Kackartoffel, Junge. Ich bin. Wieso ist das Feuer jetzt wieder aus? Die wollen mich doch verarschen. Ey, jetzt geht das Feuer alle 5 Minuten aus, oder was? Was? Bin nur mal kurz Kartoffeln holen gegangen. Vielleicht geht's auch nur aus, sobald du dich entfernst. Ja, das ist ja bescheuert. Ja, eigentlich schon. Und vor allen Dingen hier in dem Holzstapel finde ich jetzt kein Holz mehr. Jetzt ist hier wieder eine fette Kuh drinne. Oh, bring bloß Schlösser mit. Performance ist gut, ich habe 95 FPS. Aber oh, das hilft dir jetzt auch nicht, oder? Das ist jetzt nicht wirklich nützlich. Ey, jetzt finde ich ja kein Holz mehr, was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt muss ich wohl ja jeden Baum fällen und alle 5 Minuten einen neuen Baum fällen. Baum fällen. Ist kein Holz mehr in deinem Holzscheit drin oder was? Nee, alles leer, alle Dreier. Vor allem, wenn das wenigstens visuell sichtbar wäre. Ja. Ja, und dass das Holz ja so schnell runterbrennt. Hm. 4 Holzscheit innerhalb von 2 Minuten, das ist ein Käse. Ich habe jetzt auch Hunger und doch. Das wird's eng. Das muss ich auch noch gießen. Ich verstehe es nicht. Immer gießen. In Holzbretter zerteilen. Vielleicht klappt das ja. Ja, ist Arbeit nicht gewohnt. Ne? Macht es gleich aber an den Händen. So. Füllen mit Brettern. Holzbrett. Von Holzkopf. Eine Agave. Hier steht aber nicht, dass ich Food gucken kann. Ja. Ich hab kein Feuer mehr. Brauchst du nicht noch Topfpfanne oder sowas? Ja, eigentlich will ich das jetzt nur ins Feuer hauen. Ja, vielleicht geht das ja nicht mehr. Ja, das wäre scheiße. Vor allen Dingen, der macht. Das Feuer ist aus, ich kann es nicht anmachen. Ich habe aber Streichhölzer. Immerhin, dem Typ ist es warm, aber das kann man von der Feuerstelle nicht behaupten. Fuel. Treibstoff mit Holzbrett. Hier funktioniert, Feuer anzünden geht nicht, aber warum nicht? Mal wieder so ein Asi-Opa, der schneller ist als ich. Komm denn die mal her jetzt? Ich muss bestimmt die Streichhölzer und Hände nehmen oder was? Nee, es geht auch nicht. Hä? Mit Papier füllen? Oh, glitsch doch nicht weg, Mann, ey. Ich kann ja nicht kochen, warum nicht? Verstehe ich nicht. Was nicht das Skill hast. Ja, ich bin dann zu blöd, den Feuer anzumachen. Ich weiß da auch nicht. Essen? Essen kann ich noch, aber das Feuer? Ich verstehe es nicht. Hat es den ausgepisst oder was? Naja. Ich muss ja nicht alles verstehen. Jetzt brauchen wir wieder 5 Stöcke. Ich glaube, der ist an seinen Unterarmverletzungen gestorben, bis ich ja Feuer gemacht habe. Ja.
ist auch bei mir. Hier bei mir ohne Jan. Irgendwie ist das Feuer ist verpackt, habe ich das Gefühl, dass ich krieg das nicht angemacht. Vielleicht fehlt mir der Bauskill, ich weiß es nicht. Das wär's ja. Echt, da brauchst du vielleicht Kochskill, um überhaupt Feuer anzuzünden. Ja, also das vor einer Million Jahre hat das jeder Höhlenaffe hingekriegt. Die hätten vielleicht besseren Bauskill. Ich will doch nur was kochen. So. Instand halten. Feuer anzünden. Cook Food. Das geht. Das wissen wir ja gerade machen. So, Feuer brennt. Cook Food. Vegetable. So, Pilz. Gemüse. Und alles andere ist optional. Kochen. Yay! Koch irgendwas. Prima. 9 Minuten. Ich habe Angst, das jetzt zu verlassen, das Menü. Utility Spots. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt zusammenramscht, aber naja. Mehr als Götzen kann er ja nicht. Was macht er jetzt außer Kartoffel und die Pilz? Ah, da macht es Spieß. Jetzt sehe ich das erst immer. Da ist es Spieß. Ganz alleine gemacht. Ich hab gar kein Holz dabei gebraucht. Vor allem hier ist eine Zwiebel drauf. Ich hab gar keine Zwiebel. Ah ja, komm auf. Ich hab bloß einen doofen Pilz drauf gemacht. 6 Minuten noch. Ich hab 99 Gesundheit. Wieso? Ach, der Hand. Aber ja. Cooking. Ja, okay. Menü funktioniert, 5 Minuten noch. Sitz. Mach Platz, blöde dicke Kuh. Ja, leck mich am Arsch und zieh mir die Klöten lang. 2 Bots, einen gelben und einen neuen. Ja, du hast die Arbeit und ich sitze hier gemütlich und. Oh doch, das Feuer ist warm, das ist richtig heiß. Ich bin noch nicht mal ich bin 1 Meter davon weg und der meckert schon, dass es ihm sehr heiß ist. Ist ja schon mal was. Oder das liegt daran, dass er noch das Regencape anhat. Ja. Ah, dass das Feuer ausgegangen ist. 210 Grad. Ich geh's nochmal. Stopp, leiser. Doch, das Feuer ist heiß. Immerhin. Aber warum das eine hier ausgegangen ist einfach, ich versteh's nicht. Fuel mit kleiner Holzstock. Da kriegt nicht genug. Oh, jetzt gleich. 20 Sekunden. Nein, 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 nein. Oh. Ja, und jetzt? Wie kriege ich das jetzt weg? Halt, aufhören mit Kochen. Poorly cooked. 2 Sterne, immerhin. Ich hab's wahrscheinlich ein bisschen. Müssen Sie sehen? In der Hand, der Depp. Oh, 353 Gramm. Okay. Ah, shit, ich komme nicht in Fotomodus. Das hätte ich sonst gerne mal. Nee. Ah, nee, das ist echt heiß hier, das Feuer. Da musst du sogar weggehen. Du schwitzt dich ja so dumm. So, jetzt gibt's die ersten Mimimis. Der Router. Ja, das war doch klar, dass es ein Vibe gibt, oder? Gab es auf dem Server einen Charakter-Vibe? Ja, muss man ja machen. So. Offenbar. So, Leute, ich sag erstmal danke fürs Zugucken. Wir werden hier jetzt noch ein bisschen weiter testen und ich sag mal, ja, bis zum nächsten Mal.